das ist jetzt wirklich mal ein Schnellschuss. Ich mache gerade erste Druckversuche mit einer Glasplatte auf dem Heatbed und muss sagen, wow, ohne Klebezeugs drunter, ohne irgendwas drunter, es ist alles wirklich plan, im Gegensatz zu der Aluplatte normalerweise. Ja, wie habe ich das gemacht? Ich habe mir die Platte aus China bestellt. Also hier im Maß, weiß ich jetzt gar nicht, muss ich nochmal nachgucken. Ist tatsächlich heil angekommen, was ich gar nicht gedacht hätte. Ich habe mir aus Thingiverse die passenden Ecken ausgedruckt. Die werden einfach auf die, oder eigentlich unter die Aluplatte geschraubt und stellen dann die Eckverbindung für die genau passende Glasplatte dar. Dann habe ich sie einnivelliert. Hinten habe ich noch als Maximalanschlag hinten noch eine halbe Wäscheklammer draufgeklebt, weil das Heatbed wird jetzt ja 3 mm höher. Man muss es nicht unbedingt in Form von Wäscheklammern machen, das geht sicherlich auch anders. Aber jetzt, wenn das Ding einnivelliert ist, ja, wie gesagt, es funktioniert fantastisch. Ich kann mich echt nicht beklagen. Da rutscht nichts, da fällt nichts ab. Es ist wirklich, wirklich parallel. Und das Einzige, was sein könnte, ich vermute mal, dass jetzt die Platte nicht so warm wird wie vorher die Aluplatte. Es könnte also sein, dass Warping eher ein Problem wird als vorher. Aber wie gesagt, bislang kein Ding. Ah ja, wo ich schon mal dabei bin. Ja, man sieht da oben, der Extruder hat sich irgendwie verändert. Statt eines Doppel-Extruders habe ich jetzt nur noch einen einfachen Extruder und das gelbe Ding da ersetzt eigentlich nur noch den vorhandenen Freiraum, damit obendrauf die Platte, die auch gleichzeitig als Knickschutz fürs Kabel oder für den Kabelwust handelt, ordentlich aufsetzt. Das heißt, der ganze Apparat wird extrem leichter als vorher. Es gibt also weniger Masse, die durch die Gegend geschleudert werden soll durch die Mechanik. Es gibt logischerweise auch weniger Kabel, die jetzt oben raus quellen. Es muss ja nur noch ein Extruder versorgt werden. Nur das Ganze lässt sich jederzeit wieder rückgängig machen. Ne? Den Kran, den ich da ausgebaut habe, der landet einfach in der Ersatzteilkiste. Und wenn ich irgendwann mal wieder auf den Trichter komme, ich muss unbedingt mit zwei Farben arbeiten, dann kann ich die jederzeit wieder umbauen. Ja, ja, das war's eigentlich. Habe ich sonst noch irgendwas wahnsinnig Wichtiges? Nö, eigentlich habe ich keine so großen Veränderungen. Aber hier oben sieht man jetzt dieses ewige Dings mit den 5 Rollen da drauf. Ich muss sagen, davon habe ich die Nase jetzt voll. Dazu mache ich dann irgendwann mal ein extra Video. Ich habe bereits Halter ausgedruckt, dass das Ganze hier oben durch eine Holzplatte ersetzt wird. Und da kommen dann einfach diverse, ja, wie soll ich sagen, Draufstellhalter mit Kugellagern drauf. Das zeige ich dir aber noch, wenn es soweit ist. Ist alles schon fertig ausgedruckt, alles schon fertig montiert. Ich muss eigentlich bloß noch eine Holzplatte draufschrauben und fertig. Gut, das war's auch schon. Wir hoffen, dass das künftig auch so fein funktioniert wie jetzt das hier. Kommando zurück. Das Drucken hat zwar ganz fantastisch funktioniert, aber der ganze Keks hat sich hier erst ein ganz bisschen hochgewellt und dann war das Ding einfach nur noch hin und her zu schieben. Also ich versuche dasselbe noch einmal, einfach das diesmal mit Malerkrepp drüber. Ja, und eine weitere schnelle Zwischenmeldung. Also Glasplatte mit Malerkrepp ist die beste Kombination. Funktioniert wunderbar. Also Glasplatte kann ich nur empfehlen. Auch wenn man sich das Malerkrepp nicht schenken kann deswegen. Aber echt klasse. Die erste Lage ist ja eigentlich immer das größte Problem. Und ja, mit Glasplatte ohne die üblichen Verwerfungen, die so eine Aluplatte mit sich bringt, super Sache. Ja, das war's. Das war's. Mein Gott, ich nuschelte schon. Ich hatte Nachtschicht. Das ist überhaupt nicht gut, wenn man sich auf irgendetwas konzentrieren soll. Ja. Danke, weitermachen.